zu neuen Folge hier bei Crab City. Heute geht's ran an die Straßen. Und zwar wurde sich ja gewünscht, dass wir den Kreisverkehr noch mal ein bisschen besser erklären. Und dabei mache ich gleich mal die Erklärung für die Straßen und was es so für Straßentypen gibt. Und die man sich natürlich einfach mal so basteln kann. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, los geht's. So, einmal in die Hände gespuckt und auf geht's zum Straßenbau. Heute mal eine komplett andere Folge, wie wir sonst kennen an Tutorial. Und zwar müsst ihr einfach nur heute aufpassen und vielleicht euch ein paar Blöcke nehmen und gucken. Denn Straßenbau ist für jeden, sag ich mal, Eigensache. Denn es kommt ja darauf an, wie du, sag ich mal, bei dir die Verhältnisse hast. Wenn du jetzt komplett neu anfängst mit der Welt, ist ja natürlich alles offen. So, kommen wir erstmal zu Straßentypen. So, ihr seht, hier habe ich schon mal drei kleine einfache Straßentypen gemacht. Hier, die kennt ihr bestimmt noch von meiner Simpsons-Welt. Das ist eigentlich meine Standardstraße damals gewesen. Kann ich immer noch empfehlen, wenn man sich natürlich einfach Straßen bauen möchte. Das heißt, ein Maß jetzt schon 10 Blöcke an sich. Ne, 6 Blöcke an sich, hier natürlich die Straße und jeweils auf jeder Seite nochmal 2 für den Bürgersteig. Du, das muss man sich natürlich in die Erde einmal buddeln. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, weil man natürlich erstmal was frei buddeln muss, reinsetzen kann, ne? Pipapo. Dann gibt es natürlich noch leichtere Variationen und zwar, ich kenne ja viele Leute, die sich einfach Straßen aus Teppich bauen. Du kennst bestimmt auch einen, der sich Straßen aus Teppich baut, ne? Also ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen. Das ist wirklich der einfachste Schritt, ist aber natürlich auch, sag ich mal, der billigste Schritt, hier einfach Teppich zu platzieren, an den Seiten einen kleinen Bürgersteig hin und fertig. Dann gibt es noch eine Variante B, die man sich machen kann. Kann man natürlich auch sich in die Erde einmal setzen. Und zwar, indem man da einfach mal die Straße mit Stufen sich platziert. Gut, man kann sich auch oben drauf platzieren, denn es ist natürlich die einfache Wahl, einfach Treppen oder Stufen sich, sag ich mal, beim Bürgersteig an der Seite zu platzieren. Ne? Das kann man auch machen, wenn man möchte. Oder sich in den Boden das setzen. Bei mir jetzt hier mache ich natürlich ein bisschen eine aufwendige Straße, die natürlich ein bisschen mehr Blöcke braucht als normale. So, die hatten Durchmesser von 15 Blöcke, also 15 Blöcke ist die breit, jeweils auf jeder Seite 3 Blöcke halt natürlich der Bürgersteig, wo ich jetzt, sage ich mal, das hier nicht wirklich als Bürgersteig mitzähle, ist halt jetzt einfach so hier die Begrenzung der Straße und natürlich die Fahrspur, ne, die Markierung der Straße ist natürlich auch noch dabei. So, heute in der Folge gehen wir natürlich auf das Maß von meinen Straßen ein, die ich hier habe, weil ich muss ja irgendwie ein Maß haben und das wäre jetzt hier zum Beispiel. Wie man sich natürlich eine Straße gerade lang zieht, brauche ich nicht viel erklären, das ist natürlich easy. Kniffliger wird es, wenn ihr zu einer Abbiegung kommt. Man kann natürlich einfach ganz normal gerade abbiegen. Ne? Das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Aber sobald wir in der Kurve kommen, ist es natürlich schon ein bisschen kniffliger. Denn man muss ja, sag ich mal, so eine Rundung reinkriegen. Und das geht eigentlich relativ simpel. Das darf man sich immer nie zu schwer denken. So, ich habe euch mal hier das ein bisschen markiert, wie ich jetzt hier meine runden Ecken habe. Und zwar, da gehen wir einfach mal gleich drauf ein. Ich würde sagen, das machen wir erstmal als ersten Schritt, bevor wir dann zum riesigen Kreis kommen. So. Meine Ecken sind eigentlich ganz leicht aufgebaut. Und zwar, wenn man beginnt dann einfach erstmal hier mit einem Vierer, einem Dreier, einem Zweier, dann kommen 4 einzelne, ein Zweier, Dreier, Vierer. Und fertig habt ihr das schon so gut wie. Jetzt müssen wir natürlich noch das andere Teil, natürlich den inneren Bereich von unserer Ecke bauen. Da gehen wir einfach mal so quer nach hinten hin. Natürlich nehmen wir natürlich einmal die Länge von unserer Straße. Also es kommt darauf an, wie lang du dir eine Straße gemacht hast. Also so breit halt, ne? Wie breit die halt ist, eher gesagt. Und so musst du dann, sage ich mal, auch hier das machen. So, bei mir habe ich jetzt von der Straßenbreite insgesamt 9 Blöcke. So, das heißt natürlich, ich würde jetzt hier mal zählen. Obwohl halt, hier haben wir, sage ich mal, die Begrenzung. Das heißt ja eigentlich, dass ich nicht 9, sondern insgesamt 11 Blöcke habe. Genau, hier haben wir 5, 5, 11. Genau, so. Das heißt natürlich, 11 Blöcke müsste ich jetzt zählen. Also, ne, die Begrenzung ziehe ich mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ich nehme mal einfach mal hier einen Betonblock. So, 11. Block wäre jetzt quasi hier. So, ihr seht, ich habe das jetzt aber nochmal ein erweitert. Um 12 Blöcke an sich die Straße. Warum? Weil ich, sag ich mal, jetzt hier die nächste, also hier ist noch so meine Straße. Ich sag mal, meine Straße. Ich nehme jetzt einfach mal andere Blöcke, dass es ein bisschen besser ist. So, ich nehme das mal kurz mit Rot. Und zwar, meine Straße ist ja, sag ich mal, noch hier von der Länge. Und da ist ja, sag ich mal, die Begrenzung der Straße auch, sag ich mal, hier so geblieben. Das heißt, für den Knick gehe ich schon gleich einmal nach innen. Ist das irgendwie mit zu verfolgen? Ja, ne? Dass ich einmal nach innen gehe und setze mir einfach hier so einen kleinen Zweierbogen. Einfach mal hier so rein. Und das ist natürlich auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Denn meine Straße geht auch hier am äußeren Rand komplett gerade lang. Und auf dem Innenbereich bin ich ein bisschen mehr reingerutscht. Ne? Und meine Begrenzung bleibt halt immer noch so bestehen. Ne? Ist auch ein bisschen logisch, ne? Dass ich dann, sag ich mal, hier ein bisschen weiter nach innen gehe. So, also, wie hatten wir das Maß? Erst ein Vierer, Dreier, Zweier, dann kommt 4 einzelne, Zweier, Dreier, Vierer und dann könnt ihr schon die Straße wieder ansetzen.
Dann lassen wir nach unten insgesamt 12 Blöcke Platz und setzen ein 2 mal 2er hin. Ja, und das ist dann, sage ich mal, schon der Winkel, den wir hier haben. Ich mache nochmal kurz hier die Straßenmarkierungen weg, damit wir uns nochmal ein bisschen auf die Bemalung kommen der Straße. Denn wir wollen natürlich uns auch noch, sag ich mal, die Streifen auf die Straße zeichnen. So, bei mir sind die Streifen immer gleichgesetzt. Ich habe immer die auf eine Länge von 2 Blöcke und zu den nächsten Streifen sind 3 Blöcke immer Platz. Das behalte ich eigentlich so gut wie es geht halt immer ein. Und das machen wir natürlich jetzt auch hier bei der Ecke. Und da suchen wir dann einmal natürlich jetzt die Mitte der Straße. Und bei Mitte der Straße meine ich dann auch wirklich die Mitte der Straße, wo ihr da, sag ich mal, angesetzt habt. Das heißt, ich gehe vom äußeren Bogen aus. Ich habe hier meine Markierung, das heißt, 5 Blöcke lasse ich jetzt erstmal Platz. 1, 2, 3, 4, 5. Beim 6. Block richte ich mich nach und richte mich auch dann halt wirklich... Na gut, da musst du dann gucken, wie du deine Markierungen hast. Aber bei mir würde jetzt die Markierung hier sein. So, das heißt, ich lasse 3 Blöcke Platz. Sitze mir dann ein Einer hin, einer schräg. Dann kannst du entweder 3 Schräge dir freilassen und setzt dir wieder deinen Zweier hin. Oder guckst von der anderen Seite, da wäre jetzt auch meine Markierung hier, ne? Geh dann 3 Blöcke nach oben, ein hin, schräg hin und fertig. Ja? Nachzuvollziehen? Wir gehen nochmal durch. Also wir lassen vom äußeren Bereich 5 Blöcke Platz, gucken, wo unsere Markierung ist, lassen davon den 3 Blöcke Platz und diesen Zweier schräg einfach platzieren. Dann 3 Blöcke Platz lassen, so schräg, dann wieder den Zweier hin oder ihr guckt halt einfach von der anderen Seite Maskara genauso. Ja, und so einfach geht das schon hier, sich die Ecke reinzubasteln. Du kannst natürlich das Maß dir immer anpassen. Das kommt immer darauf an, wie du dir die Straßen gesetzt hast und so machst du dir noch deine Ecken. Also individuell kannst du es dir immer noch umändern. Mein Tipp natürlich ist sich denn natürlich, wenn du dir einmal sowas gebastelt hast, dir mit einem Kopierblock das dann einfach abzuspeichern. Ne, wir können ja hier mal kurz reingucken in meine Straße. Ihr seht, ich habe hier so eine Länge gemacht. Die ist jetzt 40 Blöcke lang, 15 Blöcke breit und Höhe jetzt 5. Ne? Gut, dann habe ich mir das hier so abgespeichert und kann mir das immer duplizieren, duplizieren, duplizieren und spare mir jede Menge Arbeit, sag ich mal hier, mir mal wieder die Straße neu zu machen. Gleiches Prinzip auch mit runden Ecken oder mit Kurven eher gesagt. Ne? Wenn wir uns, sag ich mal, hier sowas machen. Und da seht ihr auf einmal, hier sind ganz viele rote Punkte, ne? Hier draußen, das seht ihr. So, das hat damit zu tun, dass wenn ihr euch Kurven baut, ist natürlich hier ein Luftbereich. So, diesen Luftbereich würden wir natürlich so übernehmen und wenn wir den in den Boden setzen, würde denn hier auch, sag ich mal, nichts mehr sein. Das heißt, wenn da Erde ist oder Stein, was ihr da habt, würde das dann ausgetauscht werden durch Luft. Dafür gibt es ja diese konstruktionsleeren Blöcke. Die setzt ihr euch in den Bereich rein, wo ihr, sag ich mal, Luft habt. Dadurch, wenn ihr euch das kopiert, wird dann der nächste Block, der sich da befindet, übernommen. Das heißt, dann würde, wenn ich das jetzt in den Boden setze, hier auch Erde sein. Ne? Genauso hier unten in der Ecke, ein Block noch Luft, setze ich mir einfach so eine Konstruktionsleere hin. So. Ich glaube, wir haben das jetzt mit Kurven verstanden. Gehen wir jetzt mal dazu, unseren riesigen Kreiswerkkorn zu basteln. Also es sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen chaotisch aus. Ich habe hier schon ein bisschen so vorgebastelt, damit wir hier alles schrittweise nehmen. Erster Schritt wird natürlich sein, unseren Kreis zu basteln. So, jetzt gibt es zwei Methoden. Entweder den langen Weg, dass wir uns das alles einzeln uns platzieren oder wir duplizieren uns das. Das heißt, wir kopieren uns das ganz einfach. Ich gebe dir das Maß alles durch und dann kriegst du es auch hin. So, kommen wir natürlich erstmal zum Maß von unserem Kreis. Der hat jetzt einen Durchmesser von 101 mal 101 Blöcke. Also ein ganz schön großer Kreis. Ist natürlich jetzt hier vom Main-Kreisverkehr. Ne? Das haben sich ja alle gewünscht irgendwie, dass das halt sein soll. Von da nehmen wir das. So, da beginnen wir jetzt erstmal natürlich mit dem Maß. Wir beginnen erstmal mit 15 Blöcke. Also 15 Blöcke. Dann setzen wir 5 Blöcke hin. Muss ich selber nochmal gucken. So, 5 Blöcke. Dann kommt 2 Dreier hin. Dann kommen 5 Zweier hin. Dann kommt 2 Einer. Ein Zweier. Und jetzt aufgepasst. Jetzt kommen 6 Einer, die ihr euch einfach mal platziert. Und dann geht eigentlich das Spiel wieder los, wie wir, sag ich mal, jetzt so begonnen haben langsam. Also danach geht es wieder los mit einem Zweier. 2 Einer. Dann kommen wieder unsere 5 Zweier, die wir hatten. Unsere 2 Dreier. Unser 5er. Und der 15er. So. Und das ist schon das Maß von unserem Kreis. Das kann man sich jetzt immer wieder übernehmen, übernehmen, übernehmen. Ne, und sich dann, sag ich mal, hier so den kompletten Kreis damit ziehen. Wir gucken nochmal von oben und gehen nochmal das Maß durch. Wir beginnen, ja, können wir ein bisschen runtergehen, so. Wir beginnen erstmal mit einem
15er, 5er, 3er, 3er, 5, 2er. Machen wir aber mal 5, 2er, ist ein bisschen einfacher. So, dann kommen 2 Einer, ein 2er, 6 Einer. Und jetzt aufgepasst, geht es wieder weiter mit einem 2er, 2 Einer, 5 Zweier, 2 Dreier natürlich, kommt dann wieder unser 5er und schwupp sind wir beim 15er. So, und das ist das Maß von unserem 100x1 Kreis. So, jetzt wollen wir uns den duplizieren. So, wie machen wir das duplizieren? So, wir nehmen uns natürlich einmal unseren Konstruktionsblock zur Hand und fliegen jetzt einmal zu einer Ecke. Ich sage jetzt hier beim Kreis, fange ich natürlich jetzt, jetzt ist immer doof gesagt, wie er hier anfängt, aber ich fange jetzt einfach mal so an, dass ich mir jetzt hier so eine Ecke ausnehme und fliege perfekt zur nächsten Ecke. Also jetzt hier, ich gucke einmal hier von vorne, ob ich hier genau beim 15er auf der Länge bin. Passt. Bei dem bin ich auch, bei dem 15er komplett hier auf der Länge. Wunderbar. So, dann gehen wir hier mal rein und übernehmen mal das Maß. Da macht ihr einfach mal 58, Höhe ist egal, ne, da könnt ihr auch 5 lassen. Und also Länge mal Breite 58. So, und dann habt ihr hier euren Kreis. Beachtet jetzt bitte den oberen Teil nicht. Da ist jetzt, sag ich mal, mein Vorbau für, ne, die Straße da schon so ein bisschen. So, das speichern wir uns mal ab. Ich nehme das jetzt einfach mal standardmäßig unter U. So, dann habe ich mir das abgespeichert und fliege jetzt mal zu irgendeinem Bereich, wo ich mir jetzt den Kreis nochmal für euch extra nochmal hinsetze, damit wir den mal drin haben. So, ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter weg. So, ich fliege jetzt hier hin. Und jetzt gehe ich auf Laden, mache U und dupliziere mir jetzt hier meinen Kreis rein. Ich mache mir nochmal kurz die Vormarkierung für die Straße weg, damit das noch ein bisschen übersichtlicher ist. So, Markierung weggemacht. Und dann wollen wir jetzt, sage ich mal jetzt so, wie wir das Maß jetzt natürlich auch bei dir haben, uns damit den Kreis jetzt ziehen. So, wir haben natürlich jetzt unseren Kreis so perfekt hier eingekennzeichnet, dass ihr seht, hier bei der 15er Länge schneiden wir komplett gerade ab. So, das heißt, wir können jetzt mal unseren Konstruktionsblock nehmen und müssen jetzt, weil wir ja zweimal 15 Blöcke haben, hier ansetzen nach unserem 5er. So, da gehen wir mal rein, gehen wieder auf Laden, unter was wir es hatten, jetzt bei mir U. So, jetzt können wir es einmal sehen, die Fläche, wo wir es reinladen können. Können ja einfach mal standardmäßig schon mal auf Laden klicken. So, ja, das ist jetzt unser Kreis. Den wollen wir natürlich jetzt noch in die richtige Form kriegen. So, da kannst du gerne rumexperimentieren, da kann nichts schief gehen, weil wir haben ein perfektes Viereck. Das ist immer ganz wichtig bei Kopieren, wenn ihr es drehen wollt, dass ihr immer ein perfektes Viereck habt. Da kann dann also nie was schief gehen, weil wir haben ja 58 mal 58. So, da gehen wir jetzt mal rein und können ein bisschen rumspielen. So lange, bis es passt. Jetzt möchte ich es mir natürlich einmal spiegeln. Gehe ich auf X und Z. Und dann müsste es passen. Nee, ups, das passt nicht. So, alle guten Dinge sind ja drei. Also, wir haben es ja, sag ich mal, jetzt hier nach dem 5er mal rangesetzt, unseren Block hier, auf der 15er Länge. Dann müssen wir einfach komplett über Rotation auf 270 gehen. Dann klickst du auf Laden. Und schwupp, haben wir perfekt hier unseren Kreis einmal angeführt. So, jetzt wollen wir natürlich noch die andere Seite machen. Wir nehmen wieder unseren Konstruktionsblock, fliegen jetzt hier wieder auf der einen Seite, nach einfach mal hier vorne zu unserem 15er. So, da können wir den einmal ransetzen, gehen wieder auf Laden, unter was wir das haben. So, ich kann jetzt einmal gerne schon mal Laden drücken, ne, da sehen wir schon mal hier unseren Kreis. So, und den wollen wir jetzt natürlich noch richtig uns in die Form bringen. Und ich glaube, jetzt wird da einmal Rotation reichen. Also einmal Rotation auf 90 und schon habt ihr das hier. So. Jetzt kommen wir nochmal zum anderen Teil. Und zwar müssen wir jetzt diese Ecke noch uns reindrehen. Das heißt, wir müssen jetzt mit unserem Konstruktionsblock einmal hier auf diese innere Ebene mal gehen. Ups, ich gehe hier mal kurz rein, gehe mal auf Laden und mach mal U. Und dann sollten wir schon das Format hier sehen, ob das passt. Ja, denn wir sehen ja immer diese weißen Streben hier. Und diese Strebe geht ja perfekt bis nach hinten in die Ecke. Das passt also wunderbar. Und wir haben jetzt auch, sage ich mal, so die Hilfeslinie. Ich nehme nochmal hier diesen Block weg. Von, sage ich mal, diesen anderen Konstruktionsblöcken. Ihr seht ja, hier ergibt sich ja langsam so ein schönes Viereck in der Mitte. Und da könnt ihr euch von den Streben einmal richten. Das heißt, ihr müsst hier nicht viel zählen oder so. Ihr seht ja hier perfekt das Pluszeichen getroffen. Und dass sich halt hier überall alles verbindet. So, das heißt, jetzt gehe ich hier einmal rein. Geh mal auf Laden, mach U. Und wir sehen, wir haben jetzt hier nur die zwei 15er Teile. Ne? Die sind ja jetzt hier nur in diesem Bereich drin. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal schon mal separat auf Laden drücken. Und jetzt haben wir natürlich einen ganz anderen Kreis.
Ne? Den müssen wir natürlich jetzt noch in die richtige Form bringen, dass er sich mit den anderen Teilen natürlich verbindet. Da gehen wir jetzt einmal rein. Und jetzt muss ich selber einmal kurz spielen, damit ich weiß, wie das ging. Ah ja, war gleich schon richtig. Ja, hier haben wir eigentlich eine ganz einfache Aufgabe. Und zwar, dass sie dann hier einfach... Gehen wir mal auf Laden. Einfach nur denn nicht mit Rotation arbeiten muss, sondern einfach nur spiegeln. Macht ihr überall einen Haken rein und dann dreht ihr den schon perfekt hier ringsrum. Und schon haben wir den Kreis fertig gebaut. Als Markierung wunderbar. Und jetzt kannst du damit arbeiten. So, wir wollen aber damit jetzt natürlich noch mehr machen. Das heißt, wir wollen jetzt den inneren Kreis uns basteln. Und das ist dann auch immer wieder individuell. Innerer Kreis kommt immer darauf an, wie du natürlich den Durchmesser deiner Straßenbreite hast. Bei mir wäre jetzt die Straßenbreite natürlich denn 11 Blöcke. Ich musste selber gerade nochmal überlegen. Ja, 11 Blöcke ist ja bei mir die Straßenbreite. Und da richte ich mich auch danach. So, jetzt kommen wir natürlich einmal zu, erstmal den inneren Kreis uns zu ziehen, damit das auch passt. So, wie machen wir das? Also, wir gehen erstmal zu unseren 15er Längen, suchen uns einmal die Mitte raus. Und dann gehen wir einfach mal rüber, quer einfach rüber. Da lasst ihr einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke Platz. Ab dem 13. Block setzt ihr einen Block hin. So, dann machen wir das hier auch auf eine 13er Länge. Natürlich müssen wir von der Mitte ausgehen, ne, dass wir dann hier perfekt auch immer noch die Mitte haben bei 13 Blöcke. Das würde ich dir erstmal raten, auf zwei Seiten zu machen. Das heißt, hier machst du dir, lässt du dir 13 Blöcke Platz. Oder halt, nee, Quatsch, 12 Blöcke Platz. Und ab dem 13. Block setzt du dir dann die 13 Blöcke hin. Und auf einer zweiten Mitte auch. Ne? 12 Blöcke Platz lassen, 13 Block, setzt du die 13er Länge hin. So. Wenn wir das haben, kommen wir jetzt natürlich, um diese Seiten miteinander zu verbinden. Da setzt du zuerst, muss ich selber nochmal kurz gucken, so. Setzen wir zuerst einen 5er hin, dann 2 Dreier, 3 Zweier, 7 einzelne Blöcke, und dann kommen wieder unsere 3 Zweier, 2 Dreier und der 5er. So. Dieses Maß kannst du natürlich dann auch wieder einmal ringsrum kopieren, ist genau, sag ich mal, das gleiche wie außen. Du kannst natürlich diese Arbeit auch ersparen, indem du erst dir das alles einmal in eine Ecke komplett bastelst und dann einfach komplett hier einmal ringsrum kopierst. Habe ich zum Beispiel da auch so gemacht. Ich habe mir zuerst nur eine Ecke komplett erstmal so fertig gemacht, bevor ich dann, sag ich mal, die mir zum Kreis mache. Jetzt ist das natürlich ein bisschen kompliziert hier mit diesen ganzen Konstruktionsblöcken, von daher nehme ich noch mal ein paar weg. So, die anderen mal weggenommen und dann seht ihr schon ein bisschen besser, wie ich das meine. Ihr seht, ich habe nur mit einem Konstruktionsblock eine Ecke komplett drin. Das heißt, wenn wir uns die jetzt fertig bauen, kannst du die auch perfekt so drehen, wie wir es da drüben gemacht haben. Nun kommen wir noch zur Bonusaufgabe und zwar, wenn du dir, sag ich mal, die Straßenmarkierung dir auch noch gerne setzen möchtest, helfe ich dir dabei. So, das ist gar nicht mal so schwer. Wir fliegen mal auf eine 15er Länge, die wir hier haben außen, suchen natürlich hier die Mitte. So, ich habe natürlich hier meine Bordsteinkante, ne? Die habe ich mal mit hellgrauer Wolle markiert und habe an sich so drei Blöcke noch Platz gelassen. Also sagen wir mal hier von der äußersten Länge lassen wir vier Blöcke Platz. Dann setzen wir uns hier einfach mal so zwei Blöcke hin und jeweils hier noch so an der Seite so zwei Mickey Mouse Ohren, kann man sagen. Denn hier ist ja so, sag ich mal, wir machen ja wie so einen Kreisverkehr. Das heißt, du kannst hier an dieser 15er Länge gerade denn die Straße nochmal hier so weiterführen lassen. Wenn du es nicht machst, dann machst du einfach hier so einen Dreier hin. Ne, aber eigentlich ist die Straße dafür gedacht, dass du dir in jede Ecke, sag ich mal, so eine Öffnung machst, dass man hier auch runterfahren kann. Ne? So, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier unseren kleinen Mickey Mouse uns gesetzt haben, ne, dass wir hier so zur Seite vier Blöcke Platz haben, gehen wir jetzt zu jeder Seite und lassen drei Blöcke Platz. Ne? Und setzen unsere Strebe, unsere Markierung wieder hin. Dabei gesagt, ich lasse jetzt diese Länge und diese, also die Streben sind ja immer, sag ich mal, auf eine Zweierlänge und Abstand immer drei Blöcke. Das hat ja damit zu tun, dass meine anderen Straßen ja auch dieses Maß haben. Wenn du dann ein anderes Maß hast, musst du sie dann wieder individuell anpassen. Dann passt das wieder nicht, wie ich das jetzt hier sage, ne? So. Jedenfalls, wenn wir unser Mickey Mouse haben, drei Blöcke Platz lassen, können wir eine Strebe so hinsetzen. Wieder drei Blöcke Platz lassen und wieder eine Strebe hin. Dann lassen wir drei Blöcke Platz und setzen darüber so schräg eine Strebe hin. Gleiches Spiel machen wir ein zweites Mal. Dann so schräg davon wieder drei Blöcke. Eine oben und dann unseren Zweier so schräg.
So, und jetzt wird es schon fast zu kompliziert, um jetzt so weiterzumachen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zur anderen Seite und machen das erstmal synchron hinterher. Also, 15er Block suchen, Mitte 4 Blöcke, unseren kleinen Mickey Maus gleich mal ransetzen, jede Seite 3 Blöcke Platz lassen, Markierung hin, wieder freilassen 3, Markierung, wieder freilassen 3, Markierung. So, jetzt machen wir natürlich hier zwei immer so schräg einmal hin, ja, wieder 3 und den zweiten ja auch nochmal so schräg. Dann wieder einmal so schräg 3, einer oben und unseren Zweier so schräg. So, jetzt haben wir eine Sache, da kannst du dir ein bisschen wieder so einen Spielraum machen. Und zwar haben wir jetzt hier nicht perfekt die Mitte getroffen, weil wir ja mit Zweier arbeiten. Und wir haben einen mittleren Kreis, das heißt, wir haben eine Mitte. Das heißt, bei 2 kriegst du bei einem Zweier nicht die Mitte hin. So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen gucken. Und zwar lassen wir auf einer Seite 4 schräge Blöcke Platz und auf der anderen Seite 3 schräge Blöcke Platz. Und dann setzt du dir den Zweier hin. Sieht erstmal doof aus, ne? Aber wenn du das in jeder Ecke machst und dir noch ein bisschen Deko an den Seiten und sowas platzierst, dann fällt das gar nicht so auf. So, und was dir hier auffällt, ist bei mir hier in den Ecken und so, das ist dann nicht so komplett richtig rund. Da ist so ein bisschen so ein, ja, sag ich mal, so ein kleiner Fehler ist mir hier unterlaufen. Aber bei diesem Kreis, den ich euch jetzt hier gebe, ist kein Fehler drin. Also der ist fehlerfrei. Bei mir hatte ich da irgendwie einen kleinen, habe ich mich irgendwo mal verzählt und da habe ich dann irgendwie einen Kreis zum, naja, irgendwo ist ein Block zu viel, aber ich weiß nicht wo. Egal. Jedenfalls, wir machen es schon mal richtig. Also ihr habt einen perfekten Kreis. So, und dann habt ihr, sag ich mal, hier auch eure Markierung drin. Jetzt könnt ihr natürlich das dann einmal erstmal fertig machen, eure Straße, die Ecke. Ihr habt die Markierungen, jetzt müsst ihr nur noch eure richtigen Blöcke da überall platzieren, wie ihr das haben möchtet. Könnt euch das abspeichern und dann könnt ihr das Tier komplett so einmal drehen, dass ihr hier den Kreis kriegt. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer, weißt, wie du dir deine Straßen machen willst, ist natürlich erstmal der erste Schritt für seine Stadt, um zu wissen, ach okay, wie mache ich mir meine Straßen einfach, schwer, Mittelding so, ne, dass man sich, sag ich mal, da schon mal was schön platziert. Gut, bei den Straßen fehlt noch einiges, Laternen, Pipapo, ne, richtige andere Kreuzungsarten, Ampeln und so, ne, aber das kann man alles noch im Nachhinein bauen. Für den Start reicht das erstmal, besonders, ich hoffe, ihr seid mit dem Kreisverkehr zufrieden, dass ihr euch das erstmal schön basteln könnt. Aber ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und jetzt beim Straßenbau und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!